Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dipponia. So, wir wollten ja jetzt mal hier in die Gasse gehen, weil schon was da so ist. Ach, hallo Hanek. Hallo Hanek. Ach, hier. Rufus. Genau. Ach, was sind wir gute Freunde. Warum arbeitet ihr nicht? Warum arbeitet ihr nicht? Du meinst, so wie du? Irgend so ein Witzbold hat die Magneten vom Sprengplan entfernt. Darum. Hey, ich habe ordentlich zu tun. Ich bin schon den ganzen Tag am Rumrennen. Sachen erledigen und besorgen und so. Na, dann besorg uns doch mal neue Magneten für den Sprengplan. Dann können wir nämlich auch weiterarbeiten. Wie genau funktioniert denn das mit dem Sprengplan? Wie genau funktioniert das mit dem Sprengplan? Oh, das ist eine spannende Sache. Das bezweifle ich. Der Sprengmeister legt die nächsten drei Sprengpositionen fest, indem er den entsprechenden Quadranten mit Magneten markiert. Dann läutet er die Glocke. Ich gebe das Signal dann weiter an den Grubenarbeiter, der unten im Stollen die Sprengsätze anbringt. Dann wird gesprengt. Und dann kommt der spannende Teil? Nein. Eigentlich war es das dann. Ach, wusste ich's doch. Ach, fauler Zauber. Was treibt ihr da unten eigentlich? Was treibt ihr da unten eigentlich? Na, was wohl? Wir sind Müllsucher. Wir suchen nach nützlichem Schrott. Aber meistens ist Schrott eben nur Schrott. Also, nutzlos. Ich habe zum Beispiel eine ganze Sammlung von Autoschlüsseln, die zu längst verwrackten Autos gehören. Ist das da drüben dein Papagei? Ist das da drüben dein Papagei? Ja. Wir benutzen ihn, um gefährliche Gase im Stollen zu erkennen. Und was macht ihr, wenn das passiert? Einen neuen Papageien besorgen. Verstehe. Oh, tierfreundlich wissen geht nicht mehr. Sag mal, ist denn eigentlich zufällig mein Schlüssel dabei? Ist zufällig mein Schlüssel dabei? Weiß nicht. Wie war noch gleich dein Name? Toni? Toni. Mal nachdenken. Toni? 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 Nein. Ich glaube, dann habe ich deinen Schlüssel nicht. Ja, tut mir leid, habe ich auch versprochen. Vielleicht hat sich verhört. Ich heiße nämlich wirklich Wenzel. Wenzel? Mal nachdenken. Wenzel? 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 Nein. Ich glaube, dann habe ich deinen Schlüssel nicht. Also irgendwie ist zwischen uns beiden, glaube ich, so ein schwarzes Loch, was die Stimme so ein bisschen verzerrt. Ich heiße doch Rufus. Rufus. Mal nachdenken. Rufus, Rufus, Rufus. Nein. Ich glaube, dann habe ich deinen Schlüssel nicht. Ach, ich habe doch gar nicht von meinem Schlüssel gefragt. Vergiss es. Schon geschehen. Noch was? Hast du was von der Frau aus Elysium gehört? Hast du von der Frau aus Elysium gehört? Ja, aber das interessiert mich nicht. Ich habe schon eine Frau, die ich in den Stollen schicken kann. Und für zwei Frauen ist es da unten zu eng. Ach ja, Glamour. Naja, ich bin noch mal weg. Bis bald. Tschö. Rufus. Genau. Wisst ihr, was mir kurz auffällt? Wir werden ja noch gar nicht schauen, wie es Goal eigentlich geht. Die liegt ja hier hinten im Sitzungssaal. Goal, ich muss mit ihr reden. Sie muss erfahren, wer ihr Retter ist. Rufus, musst du hier unbedingt rumschnüffeln? Hallo, Inspektor Gizmo. Das heißt, Dr. Gizmo, wie du weißt, erfülle ich alle drei Positionen der Notfallstation. Und im Augenblick bin ich Arzt. Und als Arzt habe ich ein Recht zu erfahren, was du hier bei meiner Patientin zu suchen hast. Sie ist eine Bekannte von mir. Ich wollte nach ihr sehen. Ihr Name ist Goal. Die Elysianerin ist also eine Bekannte von dir, hm? Sehr amüsant. Aber solange dein fehlender Sinn für die Realität nicht meine Arbeit behindert, nur zu. Sieh nach deiner Bekannten, aber mach es kurz. Oh Gott. So, das reicht jetzt aber. Wie, was? Genug Tagträume für heute. Meine Patientin braucht Ruhe. Das heißt, ich vermute einmal, dass sie Ruhe braucht. Ein toller Arzt. Um zu sein, müsste sie wohl erst einmal aufwachen. Sie ist bewusstlos? Was fehlt ihr denn? Das Bewusstsein, offenbar. Für weitere Untersuchungen müsste sie wach sein.
aber keines von meinen Medikamenten springt an. Wie wär's mit einem richtig starken Kaffee? Ha, der Kaffee, der das fertig bringt, müsste erst noch gebraut werden, mein Junge. Muss das nicht jeder Kaffee? Ja, schon, aber... Sie brauchen nichts mehr zu sagen, Dr. Gizmo. Ich habe einen Plan. Tu der Welt einen Gefallen und verschone sie mit deinen Plänen, Rufus. Deine schrägen Ideen haben noch nie zu etwas Gutem geführt. Außer, dass mir der Bürgermeister einen größeren Schrank für Krankenakten genehmigt hat. Also auf jeden Fall zu dieser Diagnose, tolle Diagnose, Doktor. Ich meine, auch so ein wundervoller Doktor. Hier, schaut euch mal diese tollen Zähne an. Aber ich glaube, da könnte man mal was machen. Er braucht halt so einen Kaffee. Also dann bauen wir einen Kaffee. Und zufälligerweise war hier doch in der Gasse, war da doch eine Kneipe. Gehen wir doch mal da vorbeischauen. Hier so, ne? Schauen wir doch mal in Lonzos Kneipe rein. Ah, Rufus. Ich dachte, du seist auf dem Weg nach Elysium. Bist du zurückgekommen, um deine Schulden bei mir zu begleichen? Oh, das, hör mal, Lonzo. Ich hätte es noch gemacht. Aber so einen Fluchtapparat zu bauen, kostet viel Zeit und, Lass gut sein, Rufus. Es hat hier doch eh niemand damit gerechnet, dass du es schaffst. Na super. Danke. Motivation oder so. Ja, komm. Nehmen wir uns erstmal so einen Dartpfeil mit. Und hier noch ein altes Schild. Sprechen wir mal mit Lonzo. Du, Lonzo? Ja. Lange nicht gesehen, Lonzo. Lange nicht gesehen, Lonzo. Stimmt. Irgendwas Neues? Ach, komm schon. Das hier ist Kuwak. Hier passiert nie was Neues. Tja, ohne mich wäre hier echt tote Hose. Es gäbe weniger Explosionen. So viel steht fest. Schade für euch, dass ich weggehe. Zum Heulen. Und dementsprechend anscheinend auch noch weniger Verletzte. Bekomme ich einen Schnaps? Bekomme ich einen Schnaps? Kommt drauf an. Begleichst du deine Schulden bei mir? Aber klar. Sobald ich wieder flüssig bin. Du weißt doch, dass ich ein Mann bin, der zu seinem Wort steht. Zumindest bis du ein neues Wort gefunden hast, neben dem du besser aussiehst. Das hast du schön gesagt. Der Mann kennt sich aus. Hast du von der Fremden gehört? Hast du von der Fremden gehört? Ja, aber es interessiert mich nicht. Sag jetzt nicht, dass du da mitmischen willst, wenn sich die Idioten gegenseitig den Kopf einschlagen. Ach, du kennst mich doch. Ich bin immer in vorderster Reihe, wenn... Sich Idioten gegenseitig den Kopf einschlagen? Genau. Genau. Hast du zufällig etwas, das wach macht? Hast du zufällig etwas, das wach macht? Seit wann bestellst du denn Kaffee? Hast du wieder Tonis Maschine kaputt gemacht? Wie oft muss man dir denn noch sagen, dass es bessere Methoden gibt, um Öl zu filtern? Nein, es geht nicht um schnöden Kaffee. Ich meine etwas, das so richtig, richtig wach macht. Eine Art ultimativen Wachmacher. Lonzo? Alles klar? Lonzo. Okay. Vergiss einfach, dass ich gefragt habe. Ich gehe dann mal. Nein, nein. Warte noch. Ich glaube, ich habe genau das Richtige für dich. Oh Mann, auf diesen Moment habe ich lange gewartet. Hey, wow, du hast da Rohre, Tanks, Ventile, ein Ding. Es ist eine Espresso-Maschine, aber nicht irgendeine Espresso-Maschine. Dies ist die Mutter aller Espresso-Maschinen. Ich habe sie selbst frisiert. Mhm. Und ihr Schleifen ins Haar gebunden. Genau. Da bleibt ja nur noch eine Frage. Was genau ist dieses Espresso? Tja, sicher bin ich mir da auch nicht. Ich glaube, es ist eine Art hochkonzentrierter Kaffee. Die Menschen aus der Vorzeit haben ihn getrunken. Ah, und dann haben sie die Maschine zu lange angelassen. Verstehe. Ich habe den Kompressor nach alten Aufzeichnungen gebaut, die ich gefunden habe. Leider waren die Bilder sehr undeutlich. Aber ich glaube, ich habe alle Zutaten entschlüsseln können. Nimm das Rezept, das da vorne auf dem Hocker liegt.
Sobald du mir die Zutaten bringst, können wir loslegen. Ich hoffe, ich kann meine Lebensversicherungspolice bis dahin finden. Oh Mann, ich bin so aufgeregt. Was für ein Gekrakel. Aber na gut, ich brauche klares, belebendes und energiereiches Wasser. Das Kaffeepulver muss schwarz, aufputschend und aus heißen Bohnen gemahlen sein. Nichts davon gibt es in Kuwak. Aber halb so wild. Bei meinem Improvisationstalent finde ich bestimmt einen passenden Ersatz. Das sollte doch schaffbar sein. Nehmen wir jetzt aber nochmal den Vorhang mit. Und gehen wir da mal raus. Was war das? Ah, die Notfallstation hat wieder auf. Das heißt wohl, dass ich jetzt die riskanteren Manöver auspacken kann. Sehr schön, endlich wird es lustig. Gehen wir doch mal direkt in die Notfallstation. Ja, und dann müssen wir auf jeden Fall einen Kaffee machen, oder ein Espresso, um Roll aufzuwecken. So, was haben wir denn hier? Nehmen wir doch mal ein Seziermesser mit. Ich glaube, unsere Grufe sind immer perfekt. Oder hier noch einen schönen Zahnbohrer. Was haben wir noch in ihrem Arztschrank drin? Mist. Abgeschlossen. Immer dieses Misstrauen. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Was haben wir noch so? So, legen wir doch mal den Hebel um. Gizmo ist nicht da. Das heißt, ich kann unbemerkt mit seinen Berufen spielen. Cool. Hier sind ein paar Handschellen. Sehr schön. Gehen wir zum Polizeifach. Puh, im Schrank sah sie leichter aus. Das ist eine Fußfessel. Dieses. Ich. Nein. Gut, das ist immer noch nichts Neues frei. Asbesthandschuhe. Ich glaube, die können wir gebrauchen. Feuerlöcher. Der ist so schwer, um ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Natürlich, ich meine, so vorsichtig wie wir sind, tun wir natürlich auch ganz bestimmt in den Fußfessel und Feuerwehrschrank. Gut, dann tun wir doch den Hebel wieder nach oben. Blub. Strike! Und wir haben Handschellen. So, ich glaube, aber mehr können wir heute hier nicht machen. So. Ich würde sagen, was wir nochmal machen können. Wir könnten ja nochmal zu Toni gehen. Vielleicht gibt es da ja was Neues. Wartet mal. Mir fällt da gerade so wieder das auf. Wir haben ja hier das Rezept. Und wir brauchen ja eine heiße Bohne. Was sollen denn heiße Bohnen sein? Mir fällt nämlich gerade was auf. Ja, mehr eine Chilischote. Also ich glaube, Chili heißer geht nicht, oder? Autsch, heiß! Okay, dann müssen wir mal ein bisschen vorsichtiger sein. Wir haben hier noch Asbesthandschuhe, damit sollte das ja auch klappen. Gut, damit sollten wir aber auch schon die erste Zutat haben. Jawohl, heiße Bohnen sind abgehakt. Also, ich hake jetzt erstmal komplett die einfachsten Ressourcen ab. Weil mir wird dann so generell noch eine zweite Zutat direkt einfallen. Haben wir noch hinter der Tony City. Da wird doch bestimmt noch irgendwas liegen. Jawohl, da haben wir doch hier das Schweißgerät. Kannst du euch mitnehmen? Und ja, wir haben einen Blindgänger. Und einen Trichter. Ach, der Plan war so perfekt. Ja, jetzt haben wir so einen Blindgänger. Ach komm, es kann doch nicht so schwer sein zu explodieren. Ich schaff's doch auch immer wieder. Gut. Schauen wir mal, ob wir irgendwie mit dem Seziermesser den aufbauen können. Na,
Wer sagt's denn? Schwarzpulver. Ach, die feine Schwärze von Pulver oder so ähnlich. Ich frage mich aber nicht, wieso mein PC gerade so ein bisschen langsam ist. So, zwei Zutaten haben wir schon. Wir brauchen nur noch was besonders Aufputschendes. Wir brauchen klares, energiereiches und eine belebende Flüssigkeit. Ich würde sagen, das kriegen wir aber auch heute nicht mehr hin. Ich glaube, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns bei der nächsten Folge von Deponia. Bis dahin, tschüss.